Dialog mit Grips. Der Pirmasenser Wirtschaftspodcast. Mit Michael Daub. Ja, und damit herzlich willkommen zu Dialog mit Grips, dem Podcast des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften in Pirmasens. Die 6. Folge, und die ist heute mehr oder weniger live, wenn man so will, denn wir sind im Forum Alte Post, wir sind vor Publikum und wir sind mittendrin im Digitaltag 2024. Und da geht es heute im Podcast und auch hier im Auditorium um das Thema Bildung und digitale Bildung. Und wir wollen uns mal anschauen, wie digital ist denn die Bildung in Pirmasens? Was hat sich getan in den letzten Jahren? Wo hakt es vielleicht noch? Wo sind die Stellschrauben, an denen man noch so ein bisschen nachjustieren muss? Und wie ist denn eigentlich so der Ist-Stand? Ich freue mich auf meine Gesprächsrunde mit dem Oberbürgermeister, mit Markus Zwick, mit Marc Schlick vom Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften und mit der Jessica Kempfelia vom neuen Bildungsbüro hier in Pirmasens. Also herzlich willkommen dazu. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Daub. Ich darf Sie heute Nachmittag durch diesen Digitaltag in Pirmasens begleiten, und heute an diesem 7. Juni 2024, da ist bundesweit Digitaltag. Das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr bundesweit stattfindet. Es gibt hunderte Veranstaltungen, ganz vielfältige Facetten der Digitalisierung werden heute vielerorts besprochen, diskutiert an diesem Tag im ganzen Bundesgebiet. Was ist Ziel des Digitaltags? Markus Zwick hat es eben schon so ein bisschen angedeutet. Es geht auch darum, den Austausch zu fördern. Es geht darum, eine Plattform für den Austausch von Ideen, Erfahrungen, Entwicklungspotenzialen im Bereich der digitalen Bildung auch zu schaffen. Netzwerke sollen gestärkt werden. Netzwerke, wer den Marc Schlick kennt, der weiß, Netzwerke ist ein ganz großes Thema hier auch bei uns in der Stadt. Da werden wir auch noch darüber sprechen. Es geht darum, Kompetenzen zu erweitern bei diesem Thema, das Wissen über digitale Angebote und Tools sowie die Entwicklungen und den Trends im Bereich der Aus- und Weiterbildung zu vermitteln, praktische Anwendung zu unterstützen und vieles mehr. Es ist, der Oberbürgermeister hat schon gesagt, die 3. Veranstaltung in Pirmasens. Die Initiatoren sind neu. Das Bildungsbüro Pirmasens hat eingeladen, und das ist eine Institution, die wir natürlich auch heute hier ein bisschen genauer vorstellen möchten. Und das Thema ist auch schon genannt worden: Bildung, digitale Bildung, das ist unser Schwerpunkt heute hier in Pirmasens im Forum Alte Post beim Digitaltag 2024. Wir wollen mal schauen, wo stehen wir? Wohin geht die Reise mit hoher Geschwindigkeit? Wir haben es gerade gehört und wollen vielleicht auch von Ihnen mal wissen, als Anwesende, als Menschen, die sich tagtäglich auch damit befassen, wo hakt es denn? Wo sind denn die Stellschrauben, die man vielleicht noch nachjustieren muss, damit es in Sachen Digitalisierung vielleicht auch bei Ihnen ein bisschen schneller vonstatten geht? Außerdem natürlich großes Thema digitale Aus- und Weiterbildung. Also wie geht es nach der klassischen Ausbildung weiter? Impulsvorträge sind schon genannt worden. Kurzpräsentationen gibt es auch noch. Wir haben Unternehmen eingeladen, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Thema Digitalisierung bei Ihnen funktioniert. Also alles in allem geht es um Erfahrungen, Perspektiven und um Entwicklung im Bereich Bildung und digitale Bildung hier bei uns in der Stadt. Es gibt dazu jetzt als Punkt 1 eine interessante Talkrunde. Wir wollen mal schauen, wo stehen wir, was hat sich getan in den letzten Jahren hier bei uns in Pirmasens, wenn es um Digitalisierung, um digitale Bildung geht, und wohin geht die Reise? Und da darf ich meine Gäste zu mir auf die Bühne bitten. Noch einmal herzlich willkommen den Oberbürgermeister Markus Zwick, den Amtsleiter Marc Schlick vom Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften und die Jessica Kempfelia vom Bildungsbüro, das jetzt neu hier bei uns installiert ist. Herzlich willkommen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz an der Stelle Danke sagen, dass Sie sich am Freitagnachmittag bei dem schönen Wetter auf den Weg hierher zu uns ins Forum Alte Post gemacht haben. Vielleicht kann der Oberbürgermeister ja im Anschluss, weil die Leute gekommen sind, jedem noch so ein Eis spendieren oder so. Das kriegen wir vielleicht dann auch noch hin. Ja, Grundsätzliches zum Thema Bildung. Markus Zwick, vielleicht wenn wir einfach mal einsteigen mit einem kleinen Rückblick. Es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren hier bei uns in der Stadt. Wollen wir mal ganz kurz so ein bisschen zurückblicken? Ja, das können wir gerne machen. Digitalisierung setzt ja auch voraus, dass es digitale Infrastruktur gibt. Da möchte ich sagen, haben wir, glaube ich, gerade was die Schulen betrifft, schon einen Riesensprung gemacht.
Ich habe das mal an der Käthe-Dassler-Realschule plus, das war eine der ersten, die Frau Ziegler ist auch heute hier, damals gesagt, da haben wir im Grunde überhaupt keine digitale Ausstattung gehabt von WLAN in den Klassenzimmern und so weiter. Und haben aber über den Digitalpakt im Grunde es geschafft, die ganze Schule, und das war die erste Schule, und wir sind fast jetzt mit allen Schulen durch. Das bedeutet, wir haben die entsprechenden schnellen Internetanschlüsse für die Schulgebäude, wir haben alle Klassenzimmer entsprechend versorgt mit WLAN. Wir haben die digitalen Endgeräte für Schüler und auch für Lehrer, und wir haben entsprechende digitale Bildschirme, die man auch multifunktional nutzen kann in vielen Klassensälen. Und das war schon mal ein Quantensprung, um überhaupt digitale Bildung so voranzutreiben. Jetzt sage ich mal, ich hatte ein Erlebnis gerade die Tage, da bin ich mit meinen beiden Söhnen zusammengesessen und die machen eine Projektarbeit, der eine mit anderen Mitschülern, dann sagt der zu mir, wir haben das nicht aufgeschrieben, wir haben es aber gegoogelt. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie gegoogelt, ne? Wart ihr beim Kollegen zu Hause oder was? Ne? Dann hat er gesagt, nee Papa, natürlich in der Schule. Dann habe ich gesagt, ihr dürft doch kein Handy benutzen in der Schule. Dann hat er gesagt, oh Mann, ne? Wir arbeiten doch dort mit iPads, ne? Weißt du das nicht? Ne? Grundschule, dritte Klasse. Ne? Und tatsächlich war es mir gar nicht bewusst, dass das für die völlig normal ist, jetzt schon nach der kurzen Zeit, auch an einer Grundschule, die bis vor kurzem ja noch gar nichts gehabt hat. Damit, ich glaube, das war jetzt mal so ein kleines Beispiel dafür, wie wir jetzt mal Basis geschaffen haben, auch indem die Digitalinfrastruktur hergestellt wurde, um dann auch die Lerninhalte in den Schulen und so weiter zu transportieren. Das kann ich nachvollziehen. Bei uns ist es die zweite Klasse und da geht es auch schon los mit diesen ganzen Geschichten. Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, aber das ist der Trend und es wird auch weiter in die Richtung gehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass in den Schulen viel passiert ist, aber natürlich muss es auch in der Straße, unter der Erde, bei den Leitungen, da muss es auch passen. Muss man da dicke Bretter bohren, bis man da soweit ist? Ja, wir haben ja die Situation, dass wir den Breitbandausbau vorantreiben. Mhm. Da haben aber zurzeit mal die privaten Unternehmen die Vorfahrt sozusagen. Also in Rheinland-Pfalz gilt der Vorrang dem privatwirtschaftlichen Ausbau. Das ist im Moment etwas Goldgräberstimmung bei den Unternehmen. Wir sind in Pirmasens so weit, dass wir eigentlich fast alle Stadtteile jetzt sozusagen im Ziel haben von Unternehmen, die Haushalte digitalisieren. Wo wir das schon haben, sind die Industrie- und Gewerbegebiete. Die sind, glaube ich, allesamt mittlerweile angeschlossen, mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht noch einzelne kleine Ecken. Aber ansonsten sind wir dort überall am Start. Auch bei den Schulen sind wir gut angeschlossen. Jetzt geht es halt an die privaten Haushalte. Wir haben jetzt gerade letzte Woche in der Innenstadt, da werden so gute 8000 Haushalte von der Telekom angeschlossen. Die haben jetzt schon den ersten Ringschluss fertig. Da gehen die ersten Haushalte jetzt an die Glasfaser ins Haus. Und wie gesagt, für die weiteren Stadtgebiete haben wir die entsprechenden Vereinbarungen abgeschlossen mit Unternehmen. Die müssen es jetzt aber auch noch umsetzen. Und da gibt es durchaus auch Probleme, beispielsweise mit den Unternehmen, die die Straße aufmachen, die Kabel verlegen und dann die Häuser anschließen, hinterher aber das auch wieder im vernünftigen Zustand herstellen. Aber auch dort bin ich guter Dinge, dass wir die Stadt dann auch an die Glasfaser flächendeckend anschließen werden in den nächsten 2 Jahren, denke ich. Das sind eben die Dinge, die kann man noch nicht digital machen. Ne? Die Erde aufreißen, das Kabel rein und wieder zumachen. Ich will ganz kurz nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass wir eben auch gesagt haben, ja, auch in der Grundschule ist dieses Thema schon präsent, aber wir gehen noch einen Schritt weiter zurück. Auch in den Kitas hält ja dieses Thema digitale Bildung nach und nach Einzug, auch hier bei uns in der Stadt. Ne? Ja gut, es ist ja so, früher war es Lesen, Rechnen und Schreiben, was die Kinder können mussten. Und heute geht es aber auch um digitale Kompetenzen, die dazugehören zum Lernen ganz früh, schon bei den Allerkleinsten. Was auch damit zu tun hat, natürlich die Gefahren der Digitalisierung zu betrachten und da die Kinder auch entsprechend mitzunehmen, so früh wie es geht. Mhm. Aber ich glaube, der Unterschied ist wirklich durch das spielerische und praktische Herangehen. Und da bieten ja digitale Formate für die Kinder auch motivierende Möglichkeiten zu lernen, sage ich mal. Überholen die uns ja, so wie es bei uns und unseren Eltern war mit den ersten Computern, so erlebe ich das gerade zumindest bei mir, bei meinen Kindern, da erklärt mir der Neunjährige die Welt in dem Zusammenhang.
Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was wird erst sein, wenn die Kids dann mal groß sind und die Technologie schon wieder dann 10, 15, 20 Jahre weiter ist. Aber es ist ja nicht nur die Digitalisierung und die digitale Bildung im Kindesalter oder bei den Schülern, Grundschülern oder weiterführenden Schulen, auch darüber hinaus. Ich meine, wir haben einen FH-Standort hier in Pirmasens, wir haben Angebote auch für die ältere Generation. Das ist ja ein ständiger Lernprozess, der peu à peu auch in Richtung Digitalisierung geht. Wir kommen da ja auch in allen Lernprozessen nicht drum herum, oder? Genau, und das geht auch über das Thema Bildung hinaus. Das wird spielentscheidend sein, auch in Fragen des Fachkräftemangels beispielsweise, bei dem wir ja eine riesen Lücke in der Versorgung auch mit Fachkräften auf uns zukommen sehen oder schon mittendrin sind, bei der die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz uns Chancen bietet, natürlich Arbeitsprozesse zu vereinfachen, zu verbessern, die Arbeit der Menschen zu unterstützen. Und das gilt es zu nutzen. Da ist es wichtig, dass man natürlich auch mit Wissenschaft und Forschung weiter daran arbeitet und uns zukunftsfest machen. Wie ich schon gesagt habe, ich sehe da keinen Weg, der vorbeigeht an der Digitalisierung, aber vor allen Dingen mal riesengroße Chancen, die wir nutzen müssen. Und ich erlebe auch in der Verwaltung, wir sind jetzt ja als öffentliche Verwaltung auch nicht gerade sehr weit, das muss man sagen an der Stelle, was das Online-Zugangsgesetz betrifft. Das liegt aber nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern da gibt es rechtliche Hürden, die uns zunächst ausbremsen bei den vielen Prozessen, die so eine Stadtverwaltung abdeckt. Aber ich weiß, da sind auch Ängste verbunden bei Mitarbeitern, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Aber die Praxis zeigt, dass das auch schnell überwunden ist, wenn man dann arbeitet mit den Systemen, weil es letztendlich erstens unumgänglich ist und zweitens uns ja hilft, unsere Arbeit zu machen und das auch zukünftig in Zeiten, in denen weniger Personal zur Verfügung steht als jetzt. Ja, und auch der Bevölkerung, die ja im Prinzip auch von außen dann auch mal Dinge erledigen kann, bei der Verwaltung, die man früher eben nur machen konnte, wenn man direkt hingelaufen ist. Ne? Genau, also in Zukunft werden Dienstleistungen ja vom Sofa abgerufen werden können, wo man früher zum Amt laufen musste, manchmal vielleicht sogar mehrfach. Das ist ja jetzt schon teilweise so. Wir haben ja doch schon einige Prozesse, die man von daheim aus machen kann. Und auch für die Mitarbeiter gibt es natürlich Möglichkeiten, was Homeoffice betrifft und Ähnliches. Es verändert sich, aber es muss nicht unbedingt schlechter werden, sondern kann ja auch durchaus Dinge verbessern. Jetzt ist das ja so, gerade wenn man das Thema Schulen nochmal anspricht und schafft da auch eine entsprechende Infrastruktur, das sind ja auch alles Dinge, die kosten Geld, aber da gibt es ja auch zum Glück auch als Kommune, als Stadt Möglichkeiten, dass man verschiedene Fördermöglichkeiten, Töpfe eben auch dann auch mal angehen kann und sagen kann, wir haben das Projekt vor, unterstützt uns da bitte. Ne? Ja, das war so beim Digitalpakt, muss man sagen, die Mittel hatten wir zur Verfügung. Das hat uns in die Lage versetzt, alle Schulen zu digitalisieren und das war wirklich Quantensprung. Ohne dieses Förderprogramm wäre das schwierig gewesen. Wir waren in Pirmasens tatsächlich ganz vorne dabei. Wir waren mit die Ersten, die das umgesetzt haben in den Schulen. Auch dort gibt es natürlich Hürden. Es sind bürokratische Verfahren von den Anträgen und den Nachweisen und so weiter. Aber ich habe da im Schulverwaltungsamt ein tolles Team. Die haben das klasse gemacht und auch das Gebäudemanagement in der Umsetzung. Kann man stolz drauf sein, glaube ich. Und die Chance haben wir echt genutzt in Pirmasens. Wir haben über die künstliche Intelligenz kurz gesprochen, wir haben über die ganzen Entwicklungen kurz gesprochen. Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren? Also ich glaube, die Geschwindigkeit, in der Digitalisierung voranschreitet, die wird erst richtig deutlich jetzt bei dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben ja schon gesehen, wie schnell sich die digitale Welt weiterentwickelt hat und wie in unserem Alltag das auch Einzug gehalten hat, sei es im Haushalt mit dem Staubsauger, der Kaffeemaschine oder der programmierbaren Heizung. Aber bei der KI wird ja nochmal deutlich, wenn man mal schaut, was so Programme wie ChatGPT oder Vorgängermodelle konnten und in welcher Wahnsinnsgeschwindigkeit sich das jetzt weiterentwickelt. Da muss man sagen, wenn das in der Dynamik weiter voranschreitet, gibt es, glaube ich, eine Riesenveränderung in unserer Arbeitswelt, aber auch in der Bildung. Arbeitswelt ist schon angesprochen worden, auch die Unternehmen sind schon angesprochen worden. Marc Schlick, wo greift denn die digitale Bildung überall am Wirtschaftsstandort Pirmasens? Wir haben ja das Thema Fachkräftemangel schon so ein bisschen gehört und da hängt vieles auch miteinander zusammen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man im Prinzip mehrdimensional sehen, das Thema. Das fängt zum einen bei den Unternehmen an, ob die Unternehmen letztendlich auch, also auch das Thema Fachkräfteakquise, ob die Unternehmen sich letztendlich auch auf den neuen, modernen, digitalen Plattformen wie LinkedIn, ja, ich meine, ob man jetzt unbedingt auf TikTok drauf muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall auf diese einschlägigen Plattformen, wo sich auch potenzielle Fachkräfte bewegen, dass man sich dort einfach mal präsentiert und abbildet, den ein oder anderen Post macht, der interessant ist, der die jungen Leute einfängt. Das ist das eine, dass man sich als Unternehmen einfach da präsentiert. Das andere ist, da wird Frau Kempfel sicherlich noch darauf eingehen, dass man sich dann auch an solchen Bildungsplattformen, wie wir sie jetzt aufbauen wollen, einfach aktiv beteiligt und die digitalen Angebote nutzt. Wir haben zum Beispiel im Rahmen von unserer Arbeitgebermarke Pro Fachkraft haben wir ja eine Homepage aufgebaut, wo wir den Unternehmen, die das Zertifikat erreicht haben, ihre aktuellen Jobangebote einstellen können. Das bedarf natürlich eines geringen Pflegeaufwandes oder zumindest mal das Bereitstellen der Infos, dass diese Jobs in den Betrieben vorhanden sind. Das muss man dann auch tun. Das heißt, man muss im Prinzip so viele Köder digital auslegen, wie es nur geht, um letztendlich dann auch an die entsprechenden Stelle über unterschiedliche Kanäle zu kommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind wir im Moment gerade dabei, uns den Kopf zu zerbrechen, wie wir diese digitale Bildungsplattform aufbauen oder wie wir auch das Thema Pro Fachkraft noch stärker digitalisieren können, über Datenbankvernetzung und so weiter. Und da liegt einiges noch, sag ich mal, oder steht einiges noch in den Kinderschuhen, wo wir dran sind. Über die digitale Bildungsplattform werden wir auch noch sprechen im Laufe dieses Nachmittags. Ich will dieses Stichwort Köder auslegen mal ganz kurz aufgreifen. Du hast es eben kurz beschrieben. Köder auslegen ist hier sicherlich auch ein Punkt, wenn es darum geht, Fachkräfte hierher herzuholen. Wenn ich eine entsprechende Infrastruktur habe, was der Markus Zwick gerade gesagt hat, im Bereich Bildung von klein auf, wenn ich weiß, die Kinder, die ich mitbringe in der Kita, die haben dieses Angebot in den Schulen und so weiter, dann ist das natürlich auch ein Standortfaktor, kann man schon sagen, sich hier auch als Fachkraft niederzulassen, oder? Absolut. Deswegen, also wir hatten jetzt tatsächlich seit Corona schon einige Rückmeldungen erhalten, dass einige Menschen, die hier wohnen und vielleicht irgendwo in Frankfurt oder sonst wo arbeiten, total glücklich sind, dass eben dieser flächendeckende Ausbau der Infrastruktur im Glasfaserbereich eben so gut voranschreitet. Übrigens nicht nur unter der Erde, auch über die Luft. Wir haben also auch die Möglichkeit, wir sind topografisch sehr bewegt, mit einem Unternehmen auch über die Luft zu kommen, über Richtfunk. Das heißt, auch da können wir hohe Bandbreiten erzielen. So haben wir damals zum Beispiel die Messehalle für die Creativity, die zweite, schon ertüchtigt gehabt, um dann dort mit Gigabit synchron streamen zu können. Und das sind dann eben halt so Themen, auch als Messestandort musst du natürlich die Infrastruktur vorhalten und musst eben letztendlich auch mit Unterstützung der ZRW, haben wir das damals gemacht, die Messehalle 6a eben verglasfasern, damit dann letztendlich auch die Aussteller, die sicherlich auch künftig immer stärker sich digital präsentieren wollen, die entsprechende Performance am Stand bringen können. Und du hast es eben schon gesagt, also Unternehmen sitzt in Frankfurt, Mitarbeiter wohnt hier, arbeitet vielleicht auch hier, weil er die entsprechende Infrastruktur hat. Die Familie kann hier auch dem Beruf nachgehen, kann in die Schule gehen, wo eben auch die digitale Bildung auf dem Vormarsch ist. Aber ich denke, umgekehrt ist es auch so, dass auch für die Unternehmen, die hier ansiedeln wollen, dieser Faktor durchaus eine Rolle spielt, oder? Ja, absolut. Also die Unternehmen werden immer datenträchtiger. Also das heißt, jeder Maschinenbaubetrieb oder auch ein Logistiker, ein Handelsbetrieb fragt als erstes, wie sieht es aus mit der Glasfaser an, mit einem Glasfaseranschluss. Und deswegen ist das natürlich ein immer wichtigerer Standortfaktor für uns auch für die Zukunft. Und was ich da in dem Kontext vielleicht nochmal erwähnen möchte, auch nochmal mit Replik auf Pro Fachkraft, wir haben ja innerhalb Pro Fachkraft die Möglichkeit angeboten, für die Unternehmen Geocaches aufzubauen, ja, an ihren Standorten. Das heißt, wir können, und das ist unsere Absicht, und wir haben auch schon 2, 3 eingerichtet, im Prinzip eine Wirtschaftsroute
entlang der Pro-Fachkraft-Firmen durch Pirmasens im Idealfall am Schluss anbieten. Wir haben Menschen, die das einrichten können, diese Caches. Die müssen im Prinzip nur von den Unternehmen gebaut werden. Mhm. Und somit kannst du dann als Geocacher an jedem Cache die entsprechenden Fragen zu dem Unternehmen beantworten. Das heißt, wir bringen auf spielerische, digitale Art und Weise die Geocacher mit den Unternehmen enger zusammen. Die müssen Fragen über das Unternehmen beantworten, müssen das eingeben in das Logbuch. Und dann gibt es am Schluss von Markus Zwick einen Pirmasenser pro Fachkraft Wirtschaftspass und vielleicht noch ein Kino-Ticket. Und das sind so die kleineren Themen oder die Dinge, die man halt auch machen kann. Es ist immer am Anfang, in der Initiierungsphase, in der Anschubphase, immer eine Menge Arbeit, bis sowas mal ein Blueprint hat, also bis so etwas mal in Serie gehen kann. Aber wenn es dann mal läuft, dann kann so etwas sehr erfolgreich werden. Wir können es halt nur anbieten. Ich kann jetzt nicht mittags, nachmittags bei den Unternehmen vorbeifahren, Geocaches bauen oder einrichten. Das muss dann schon von den Unternehmen selbst kommen. Mhm. Aber das Angebot steht und die Technik ist da. Spannende Geschichte. Wie digital ist Pirmasens? Das wollen wir heute Nachmittag fragen und wollen auch so ein bisschen natürlich die digitale Bildung mal in den Fokus nehmen. Und jetzt komme ich mal zur Jessica Kempfelia. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört vom Oberbürgermeister, von Markus Zwick. Und wir haben jetzt mal so ein paar Fakten auch so ein bisschen zu Papier beziehungsweise hier auf die Leinwand gebracht. Es gibt jetzt mal so ein paar Zahlen, ein bisschen Butter bei die Fische sozusagen, ne? Ja, genau. Wir haben es schon gehört, von klein auf ist Medienerziehung, Medienbildung auch wichtig und die Digitalisierung fängt schon im Kindergarten an. Ja. Und wir haben ein paar Daten zusammengetragen, versucht bei den einzelnen Ämtern, Einrichtungen nachzufragen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit an dieser Stelle, sondern es soll einfach nur so ein paar Schlaglichter auf dieses Thema bringen. Aber das, was wir sehen, hat ja schon auch Hand und Fuß. Das ist ja schon einiges, ne? Da ist schon Bewegung drin, ne? Aber wir gucken es uns mal an. Ja, zum Beispiel haben wir ja schon gehört, im Kita-Bereich wird eigentlich schon von klein auf alltagsintegriert Medienerziehung und Medienbildung gefördert. Mhm. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass 4 Kitas sogar Projekte ganz gezielt haben, die sich um die digitale Medienförderung bemühen, auch schon eben im Kindergartenalter. Mhm. Ja, und wenn man dann so den nächsten Schritt weitergeht, dann sind wir ja an den Schulen. Wir haben jetzt schon auch einiges gehört und wir haben auch mal ein paar Zahlen mitgebracht zur Ausstattung an den Schulen, damit man das Ganze greifen kann. Und mich hat die Zahl auch sehr überrascht, also positiv überrascht. 844 PCs gibt es an allen Schulen, die in städtischer Trägerschaft sind. 2.295 Tablets. Wow. Und das ist schon, also da kann man das wirklich sagen, dass eigentlich jeder Schüler, jede Schülerin schon mal ein Tablet in der Schule oder iPad in der Schule in der Hand hatte. Mhm. Und wir haben an den Pirmasenser Schulen 235 digitale Tafeln. Und das, glaube ich, lässt sich auch wirklich gut sehen und zeigt einfach, wie digital auch dieser Schulbereich ist. Und das wurde ja ermöglicht durch den Digitalpakt Schule, wo eben sich der Bund und die Länder auch ganz gezielt dafür eingesetzt haben oder Fördermittel zur Verfügung gestellt haben, um digitale Kompetenzen an den Schulen weiter auszubauen. Da haben wir auch mal den Betrag mitgebracht. Das sind 2,65 Millionen Euro, die da geflossen sind, die eben im Zeitraum von 2019 bis 2024 geflossen sind. Und ich denke, dass das auch ganz gut das gut unterstützt. Angelegtes Geld, ja, absolut. Ja. Wenn man sich so ein bisschen die Schulformen dazu anguckt, welche Schulen oder in welchen Schulen vor allem Geld hingeflossen ist, dann sieht man eben, dass vor allem die weiterführenden Schulen mit 46% und die Berufsschulen mit 26% da auch vorne dabei sind. Aber Grundschule ist eben auch mit dabei oder auch die Förderschulen. Mhm. Ja, und dann gibt es auch noch ganz viele andere Digitalprojekte. Eins haben wir hier noch mit rausgegriffen, das ist IT to School. Wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert und auch hier in Pirmasens haben wir 4 Programmschulen, die sich dem Thema widmen. Bei diesem Projekt geht es vor allem darum,
die Medien zu nutzen, kennenzulernen, wie man Medien nutzen kann, aber auch, wie man selber dazu beitragen kann, Medien zu gestalten. Das heißt, Hintergründe auch mal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Website, was läuft da im Hintergrund, wie kann ich was programmieren. Das wird ja auch, die IT-Kompetenzen werden auch in Zukunft immer wichtiger. Absolut, ja. Und mit diesem Projekt sind auch 4 Schulen hier in Pirmasens beteiligt. Das ist das Leibniz-Gymnasium, das Hugo-Ball-Gymnasium und sogar eine Grundschule, die Robert-Schumann-Grundschule und die Käthe-Dassler-Realschule Plus. Ich glaube, die sind sowieso Vorreiter, hatte Markus Zwick ja vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Und besonders ist natürlich, KI darf nicht fehlen. Eine Programmschule gibt es auch in Pirmasens, die sich ganz gezielt diesem Thema KI widmet. Ja, und das war so der formalere Bereich. Aber es gibt ja, und das sehen wir jetzt ja auch, es gibt ja auch darüber hinaus auch noch entsprechende Angebote abseits von Schule, von Kita, von den weiterführenden Schulen. Und da habt ihr auch ein bisschen was vorbereitet jetzt, ne? Ja, und das sehen wir auch in der nächsten Folie. Wir haben in Pirmasens eine eigene App für Jugendliche, für junge Menschen. Und auf dieser App gibt es verschiedene Freizeit- und Bildungsangebote, die dort eben gepostet werden und dann bekommen die Jugendlichen Angebote angezeigt. Also wenn man mal nicht weiß, was man so am Freitagnachmittag oder in den Ferien machen soll, dann kann man da auf der App nachschauen und einfach mal gucken, was so passiert in Pirmasens. Dann gibt es so ein paar Impulse für die Freizeit, genau. Ja. Und neben dem, dass man sich selbst mit seinem eigenen Smartphone was anschauen kann, haben wir mal nachgefragt bei der Stadtbibliothek und wir waren sehr überrascht, was auch bei der Stadtbibliothek schon alles angeboten wird. Also die haben digitale Angebote von Online-Ausleihe über Musik- und Filmstreaming bis hin zu einer Lern-App für Kinder, die so die Lesekompetenz fördern soll. Und da kann die Stadtbibliothek sozusagen auch verzeichnen, dass die Nutzendenzahlen auch weiter hochgehen. Also wir haben jetzt 2023, haben 38 Kinder die Leseförder-App Tiger Books sich runtergeladen, genutzt und auch 364 Medien darüber ausgeliehen. Also das zeigt auch schon auch wieder dieser Punkt, schon von klein auf auch mit solchen Medien sinnvoll arbeiten. Und man schafft es ja dadurch auch, und das ist ja Markus Zwick auch in den Schulen, da gibt es ja auch entsprechende Angebote, man schafft es ja dadurch auch über diesen digitalen Weg, das Klassische, nämlich das Lesen auch weiter den Kindern zu vermitteln, dass sie Freude dran haben. Und ich glaube, wenn ich das mal kurz als Frage einwerfen darf, ich glaube, Stichwort Stadtbibliothek, wenn der neue Standort kommt, ich glaube, dann ist digital da noch eine Schippe oben drauf gepackt, ja, oder? Ja, absolut. Also es gibt eine ganz neue Art von Bibliothek und Bücherei, die viele digitale Formate auch ermöglicht. Das wird nochmal ganz andere Ausrichtung geben. Genau in die Richtung, die eben auch die Chancen nutzt. Ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass Digitalkompetenzen neben Lesen, Schreiben, Rechnen ein wichtiger Punkt für die Bildung der Kinder geworden sind. Mhm. Aber daneben dürfen die natürlich nicht vernachlässigt werden. Das ist nach wie vor ganz wichtig. Wir erleben das im Alltag in den Schulen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie Digitalisierung, aber auch spielerisch teilweise die Kinder motiviert, zum Beispiel zum Lesen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt auch mal auf die nächste Tafel. Man lernt ja nie aus. Genau, ja. Deswegen, wir haben ja auch hier eine tolle Volkshochschule in der Stadt und auch da habt ihr ein paar Informationen zusammentragen können. Ne? Ja, genau, weil die Volkshochschulen, die leisten ja einen wesentlichen Beitrag auch zur digitalen Kompetenzförderung der breiten Bevölkerung. Und hier am Standort in Pirmasens haben wir auch jetzt gerade im Frühjahrssemester viele Angebote, die sich so im EDV-IT-Bereich bewegen, sei es ein Kurs für Canva-Projekte, Design-Projekte, wie man die erstellt, Umgang mit ChatGPT. Und
Da fand ich auch ganz interessant die Altersspanne von 13 bis 82 Jahren. Wow. Also es zeigt doch wirklich, dass sich diese Angebote der Volkshochschule auch wirklich an jeden Einzelnen in jedem Lebensalter richtet. Ich finde das, wenn ich das kurz einwerfen darf, das sehr spannend, dass gerade auch die ältere Generation mutig wird und den Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen. Das war vor 10, 15 Jahren noch eine ganz andere Richtung. Da hieß es dann so, bleib mal weg damit. Aber heute ist das Thema Internet für die Generation, ich sag mal 70 plus, ist selbstverständlich. Das gehört dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da kann man vielleicht auch sagen, dass da die offene Sprechstunde der Volkshochschule auch so ihren Beitrag dazu leistet. Ja. Weil man kann einfach mit seinem mobilen Endgerät zu dieser Sprechstunde gehen und sich helfen lassen oder zeigen lassen oder wenn man was Neues kennenlernen möchte. Mhm. Und das finde ich auch sehr wertvoll, gerade um auch diese Hemmung abzubauen, sich mit den Medien zu beschäftigen. Ja, spannend. Ja, wenn wir so auf den eher wieder formaleren Weiterbildungsbereich schauen, da haben wir mal geschaut, wenn es ja um Weiterbildung geht, dann ist das eine, dass man sich nonformal oder eben nicht abschlussorientiert weiterbildet, sondern weil man es für den Alltag irgendwie sich neue Kompetenzen aneignen möchte. Aber wir stellen ja auch immer wieder fest, dass wenn wir so im Berufsalltag sind, dass dann vielleicht auch nochmal andere Kompetenzen benötigt werden und dann möchte man das schwarz auf weiß haben. Und da hat sich schon einige Jahrzehnte gibt es Fernstudiengänge und die sind ja natürlich auch immer digitaler geworden. Mhm. Und da haben wir uns die Zahlen mal angeschaut für Rheinland-Pfalz. Im Wintersemester 2022/23 gab es in Rheinland-Pfalz 8.350 Fernstudierende. Vorhin ist es schon angeklungen, wir haben ja auch hier in Pirmasens den Hochschulstandort der, von Kaiserslautern, der Hochschule Kaiserslautern. Mhm. Und da wurde zum Beispiel auch in den letzten Jahren auch vermehrt darauf geachtet, Studiengänge zu entwickeln, die berufsbegleitend studiert werden können. Das heißt, die in einem gewissen Fernstudienmodus ablaufen. Da haben wir zum Beispiel den Studiengang Industriepharmazie hier am Standort. Und eine noch so als eine Hochschule, der das sehr gut gelungen ist, sich ja in diesem Bereich zu positionieren und weiter auszubauen, ist die IU, die Internationale Hochschule. Und da haben wir auch mal nachgefragt, ja, wie viele Fernstudierende sind denn so aus Pirmasens? Mhm. Und haben wir auch tatsächlich eine Zahl geliefert bekommen, dass 32 Fernstudierende hier aus der Umgebung sind. Sehr schön, sehr schön. Und natürlich haben wir aber auch viele andere Weiterbildungsanbieter hier am Ort. Wir sind noch dabei, die Liste ist nicht vollständig, also deswegen mit Vorsicht. Wir haben bisher 20 Weiterbildungsanbieter hier in Pirmasens recherchiert und haben uns mal so ein bisschen die Programme angeschaut, was die Angebote betrifft. Und circa die Hälfte dieser Weiterbildungsanbieter bieten auch Online-Angebote an. Und das zeigt ja auch schon, wie digital auch hier am Ort die Weiterbildungsanbieter sind. Und das Schöne ist ja, ich kann das ja auch auf mich, auf meine eigene, auf meinen Alltag, auf mein Zeitfenster, was mir zur Verfügung steht, zuschneiden. Ich muss ja nicht, ich sag mal, um 16 Uhr Freitagnachmittag vorm Rechner hocken und muss dann jetzt diesen Kurs machen, sondern ich kann auch abends dann nach Feierabend sagen, so, jetzt lerne ich noch ein bisschen was, ich lade mir das runter oder ich gucke es mir an und kann das nach meinem Lebensmodell auch gestalten und mich da ohne große Einschränkung weiterbilden. Ja, genau. Oder um Wartezeiten zu überbrücken. Ja. Genau. Also um mit kleinen Apps oder sich mit was zu lernen, ja. Stichwort Microlearning, aber ich glaube, da hören wir später auch noch ein bisschen was dazu. Ja. Also da kann man wirklich viel machen. Ja, wenn man zum Beispiel beim Facharzt sitzt und muss 3 Stunden warten, kann man so ein paar Kurse auf die Stelle mal noch hinter sich bringen. Und macht noch seinen Bachelor- oder Masterabschluss. Ja, bevor dann das Röntgenbild gemacht wird. So schnell geht das, genau. Wir haben noch ein paar Zahlen. Ja, nur ganz kurz noch. Es gibt auch die Weiterbildungsplattform MyNow. Die ist, gibt es jetzt noch nicht so lange. Die wurde sozusagen, es gab schon diverse Weiterbildungsdatenbanken, wo man sich informieren konnte, bundesweit, welche Angebote es gibt. Aber die wurde sozusagen neu aufgelegt. Und auch da haben wir mal das Stichwort Pirmasens eingegeben.
Und wir haben entdeckt, dass es 2217 Angebote in Pirmasens gibt und mit Online-Anteilen. Und diese sind auch größtenteils, also fast zu 100% mit dem Bildungsgutschein förderbar. Also lohnt sich da auch, wenn man auf der Suche ist, was Neues zu lernen, da mal reinzuschauen. Sich da mal schlau zu machen, genau. Und so natürlich dürfen wir die Arbeitswelt auch nicht außer Acht lassen, wurde ja auch schon vorhin angedeutet. Wenn wir so einen Blick in die Arbeitswelt werfen, wie digital ist sie geworden, ist es natürlich schwierig, sowas mit Zahlen zu belegen, aber eine Zahl haben wir uns mal rausgesucht oder sind wir oft drauf gestoßen. Und zwar, wenn wir uns die Informations- und Kommunikationstechnikbranche anschauen, dann sehen wir, dass in Pirmasens für das Jahr 2019 also 5,9 Beschäftigte je Einwohner im erwerbsfähigen Alter in dieser Branche tätig waren. Mhm. Und da ist eine, also ich finde, eine sehr gute Steigerung zu sehen, deutlich, dass wir mittlerweile bei 9,4% sind. Also das, und diese Zahl ist ja von 2022, also sicherlich sind wir im Jahr 2024 da noch, stehen wir noch besser da. Gute Entwicklung auch, ja. Genau. Ansonsten, wenn wir das letzte Bild uns noch anschauen, was schon so ein bisschen auch die Überleitung zu dem liefert, was noch kommt, wenn es noch Fragen gibt. Ihr seid ja auch da, auch vom Bildungsbüro, um diese Fragen auch gerne zu beantworten, heute im Nachgang, in den nächsten Tagen. Also erst einmal vielen Dank für diese fundierten Zahlen, dass da jetzt so ein bisschen Fleisch am Knochen dran ist. Das Bildungsbüro ist neu. Bei uns in der Stadt gibt es seit dem letzten Spätherbst, glaube ich, da ging es los. Genau. Und da will ich ganz kurz den Oberbürgermeister noch mal fragen. Das ist ja eine geförderte Geschichte. Es ist ja hier auch dann angesiedelt worden. Wie kam es denn dazu, dass Pirmasens schlussendlich ein Bildungsbüro bekommen hat? Ich möchte es mal so sagen, es gab ein Vorläuferprojekt schon, da ging es um Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement. Mhm. Das hört sich alles sehr hochtrabend an, ist aber ganz praktisch auch einfach zu erklären. Man kann Entscheidungen aus dem Bauchgefühl treffen, man kann sie aber auch anhand von Fakten, Zahlen und Daten treffen. Ja. Diese Zahlen und Daten und Fakten haben wir reichhaltig über unsere Bildungslandschaft. Wir haben es aber nicht so aufbereitet, damit man daraus auch die entsprechenden Schlüsse ziehen kann, zum Beispiel Maßnahmen zu ergreifen. Ich mache es mal an einem ganz kleinen Beispiel. Die Wirtschaft hier in Pirmasens ist relativ technikorientiert, deswegen sind die stark interessiert, zum Beispiel an Abiturienten, die solche MINT-Fächer belegt haben, zum Beispiel am Technischen Gymnasium hier an der BBS. Die Feststellung ist aber, dass ganz wenige Schüler nur dorthin gehen. Wir haben schon Jahrgänge gehabt, da ist gar keine Klasse zustande gekommen. Diese Erkenntnis kann man nur haben, wenn man sich die Zahlen auch anschaut. Das ist eben dieses Datenbasierte. Und das ist sozusagen das Bildungsmonitoring. Zu sagen, wir stellen fest, die Schüler vom TG sind alle in dualen Studiengängen in Pirmasens Unternehmen. Und das ist gut, weil die uns die Fachkräfte sichern dadurch, in der Region bleiben und unsere Unternehmen stark machen, was wir ja wollen an der Stelle. Ne? Jetzt gehen aber wenige Schüler nur in diesen Zweig. Woran liegt es? Das wäre dann die Frage vom Bildungsmanagement an der Stelle, weil sie vielleicht Ängste haben, wenn sie aus der weiterführenden Schule nach der 10 jetzt aus einer anderen Schule, von den Realschulen oder am Gymnasium kommen, schaffen wir das in den MINT-Fächern? Und jetzt war dann die Schlussfolgerung, um es mal an dem Beispiel, ist ein sehr einfaches Beispiel, aber zu sagen, dass die BBS gesagt hat, gut, dann besuchen mal alle Schüler am Anfang vom Technischen und vom Wirtschaftsgymnasium gemeinsam ein halbes Jahr Klassen. Und dann haben wir Einfluss darauf, denen nochmal die Ängste zu nehmen, in das Technische Gymnasium reinzugehen. Ob es wirkt, wird man sehen. Aber es ist ein Beispiel daran, ein kleines Beispiel, wo man datenbasiert seine Entscheidungen trifft und dazu eben auch ein solches Bildungsmonitoring braucht für die Zahlen und ein Management, um dann auch notwendige Schritte abzuleiten. Und das Bildungsbüro hat jetzt darüber hinausgehend noch weitere Aufgabe, und die finde ich auch ganz wichtig, nämlich eine Transparenz zu schaffen, Wissen zu vermitteln und das mit digitalen Plattformen dann auch und Möglichkeiten. Was gibt es denn überhaupt in Pirmasens? Weil ich das immer wieder erlebe, und wir haben hier zum Beispiel den Herrn Lelle dabei, der stark aktiv ist hier bei der BIP und beim Arbeitskreis Schule Wirtschaft. Viele Eltern wissen gar nicht, was gibt es hier überhaupt für Möglichkeiten für die Kinder,
was sie mal hier an Ausbildung oder auch Studium und Ähnlichem machen können, obwohl es da ganz viele tolle Zukunftsperspektiven und Karrierechancen gibt. Und der Zugang von den Unternehmen zu den Schülern oder auch den Eltern, die an dem Entscheidungsprozess beteiligt sind, da mangelt es auch manchmal dran, dass man diese Zugänge schafft. So, und jetzt das Switching hinzubekommen, dass die Schüler wissen, es gibt hier passgenaue Angebote mit spannenden Jobs, mit Ausbildungsstellen, mit Studiengängen in der Region und umgekehrt aber auch Zugang zu verschaffen, den Unternehmen zu den Schülern, um sich zu präsentieren, hat sich ja total verändert. Also ich will mal sagen, früher haben die Unternehmen der Zeitung auch wir als Stadt, wenn wir eine Stelle zu besetzen haben, Ausschreibung gemacht und 50 Bewerbungen bekommen. Heute bekommen wir gar keine mehr, wenn es schlecht läuft. Da muss man ganz andere Wege gehen. Zum Beispiel über interaktive Instagram-Geschichte oder gar mit einer eigenen App, wie wir sie hier haben. Das ist heute ja auch so ein Stück weit nochmal das Thema, was wir gerne mit Ihnen besprechen wollten. Wie könnte so eine Bildungsplattform aussehen, bei der wir das schaffen, die Informationen über die Ausbildungs-, die Arbeitsplätze, die Karrierechancen an die Kinder, die Jugendlichen, die Schüler, die Eltern zu bekommen, aber umgekehrt eben auch dann einen Informationsaustausch zu ermöglichen. Und das ist die Idee, grob gesprochen, hinter dem Bildungsbüro. Und ich sehe Riesenchancen für uns darin, auch dann jungen Leute bei uns in der Region zu halten, auch nochmal die Region aufzuwerten. Denn Pirmasens und die Südwestpfalz haben mittlerweile als Wirtschaftsstandort verdammt viel zu bieten. Und bei vielen ist das in den Köpfen noch gar nicht angekommen. Das Bildungsbüro Mark ist bei dir angesiedelt auf der Husterhöhe im Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften. Jetzt nicht, weil ihr gerade Platz habt, sondern das hat auch einen Grund, ne? Ja, das Platz war auch ein Grund, aber ja, nicht der ausschlaggebende, oder? Nee, wir haben tatsächlich in dem Förderprogramm haben wir ja uns für einen Schwerpunkt beworben, nämlich diese Verknüpfung zwischen Schule und Wirtschaft, also / Hochschule, Wirtschaft, auszugestalten, hinzubekommen, zu optimieren, weil wir genau das festgestellt haben, was Markus Zwie gesagt hat, dass wir erstmal viele gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler am Standort verlieren, die dann vielleicht natürlich, was ja auch okay ist, ihre Schleife drehen, mal weiter gereist sind und dann wieder zurückkommen, ja. Alles gut, aber es gibt vielleicht welche, die tatsächlich noch nicht erkannt haben, was es hier in der Firmenlandschaft denn alles an Angeboten, an Jobangeboten gibt. Und da versuchen wir jetzt künftig stärker die Transparenz reinzubringen. Das heißt also, das Bildungsbüro ist bei uns für diesen Schwerpunkt eigentlich optimal angesiedelt. Wir waren jetzt schon bei mehreren regionalen Transfertreffen mit anderen Bildungskommunen und da beneidet man uns schon ein bisschen um diese Kombination, weil man an anderer Stelle vielleicht viel, viel weitere Wege zurücklegen muss und bitten und betteln muss, damit man an gewisse Datenbanken zu Unternehmen rankommt, über die verfügen wir. Und von daher ist es für uns ein sehr guter Schulterschluss, dass wir das Thema Bildung, und Bildung wird auch immer wichtiger als Standortfaktor, muss man auch klipp und klar sagen, bei uns angesiedelt haben. Ich würde sagen, bevor wir über das Bildungsbüro sprechen, holen wir erstmal noch deine Mitstreiterinnen zu uns auf die Bühne und plaudern dann kurz so ein bisschen über das, was ihr alles so macht. Denn das sind drei sehr engagierte junge Damen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Herzlich willkommen auch noch an die Helen Müller und an die Alexandra Bill. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ich mache euch Platz. Geht gerne auf die Couch. Das hat so ein bisschen was von Wetten, das habe ich vorhin gesagt. So, also, genau. Also Bildungsbüro, wir haben es gerade gehört, im letzten Jahr ging es los. Und wenn wir so schauen bis Punkt heute, Juni 24, was ist so alles passiert bisher bei euch? Was ist das Bildungsbüro? Was habt ihr bisher auf den Weg gebracht? Was sind so eure Themenschwerpunkte auf der Husterhöhe? Ich würde einfach mal anfangen. Ja, gern. Also wir als Bildungsbüro verstehen uns ja quasi als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Bildungsakteuren, den Unternehmen, die so im weitesten Sinne mit dem Thema Bildung und Fachkräftesicherung zu tun haben. Mhm. Es sind ja schon verschiedene Punkte angeklungen, die möchte ich nochmal zusammenfassen. Also
Uns ist wichtig, die Bildungslandschaft miteinander zu vernetzen und da eine gewisse Transparenz zu schaffen, einmal für verschiedene Bildungsträger, für Unternehmen, für verschiedene Einrichtungen, aber auch das an die breite Bevölkerung zu spiegeln, also zu schauen, wie können wir Bildungsangebote so gestalten, so nach außen transportieren, dass auch jeder weiß, wo finde ich was, wenn ich mich für ein Thema interessiere. Also eine Schnittstelle sozusagen für alle Belange sozusagen. Genau, richtig. Und das andere Thema ist eben das Ganze, diese zwei Punkte mit einem digitalen Tool möglichst zu verbinden. Das ist sozusagen auch eine Vorgabe des Fördermittelgebers, dass wir da eine digitale Bildungsplattform aufbauen. Allerdings ist es völlig offen, wie das ausgestaltet ist. Deswegen heute auch der Workshop. Und wir haben ja auch noch das Schwerpunktthema Fachkräftesicherung. Ja. Also wie bekommen wir ein gutes Schule-Wirtschaft-Matching hin? Wie bekommen wir es hin, dass sich Jugendliche, junge Menschen auch wissen, wo können sie sich hinwenden, wenn sie sich für einen Job interessieren, für einen Beruf interessieren? Und wie bringen wir sozusagen diese potenziellen Auszubildenden mit den Unternehmen zusammen, sodass beide Seiten auch zufrieden sind. Deshalb auch dann die Ansiedlung hier bei ihm, ja? Genau. Dass das auch dann entsprechend auf kurzem Wege kommuniziert werden kann. Über die digitale Bildungsplattform werden wir gleich noch sprechen. Du hast eben gesagt, es ist völlig frei, wie die ausgestaltet wird. Aber ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Einerseits, ihr macht im Moment so ein bisschen Bestandsaufnahme. Wo stehen wir 2024 bei diesem Thema hier? In Pirmasens und was können wir verändern? Natürlich in enger Abstimmung mit denen, die damit arbeiten müssen, die damit zu tun haben. Deshalb gibt es auch gleich diesen Workshop. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Also um das festzuhalten, das ist keine Blaupause, die man irgendwo aus Kaiserslautern, Saarbrücken, Neunkirchen kopiert hat, sondern das ist was ganz Individuelles, zugeschnitten auf die, die hier bei uns in der Stadt damit zu tun haben. Richtig? Ja, ganz richtig, weil unser Grundsatz ist auch, dass nur gemeinsam können wir auch was erreichen und nur wenn wir gemeinsam auch überlegen, wie gehen wir an Herausforderungen, an die Probleme ran, wie können wir das lösen, weil daraus lässt sich am meisten dann auch gewinnen und für alle Seiten hat es natürlich den größtmöglichen Nutzen. Und ein Punkt, der ist mir jetzt entfallen, aber mir fällt er bestimmt gleich wieder ein. Was wir nämlich bisher gemacht haben, es wurde schon erwähnt, wir haben so eine Art Bestandsaufnahme gemacht und jetzt ist er mir eingefallen. Was wir schon festgestellt haben, wir haben schon einige Gespräche geführt, wir waren schon bei diversen Netzwerkveranstaltungen und wir haben festgestellt, in Pirmasens, was in Pirmasens wirklich super funktioniert, ist das Netzwerken und das Zusammenarbeiten und dass es so viele engagierte Menschen gibt, die für diese Stadt brennen und die was verändern wollen. Und das ist natürlich für uns als Bildungsbüro eine super Steilvorlage, oder? Kann man das so sagen? Ja, so ein Stück weit schon, oder? Ja. Du hast die Netzwerkveranstaltungen angesprochen, das heißt, ihr seid da, ihr kommt mit den Leuten ins Gespräch, ihr fragt ab, wo drückt der Schuh, was kann man tun, wo seht ihr noch Veränderungsbedarf, aber darüber hinaus, wie kann man mit euch ins Gespräch kommen, wie kann man mit euch in Kontakt kommen, kann man da in die Wirtschaftsförderung reinspazieren, anklopfen, sagen, hallo, hier bin ich oder wie darf ich mir das vorstellen? Also idealerweise am besten eine E-Mail oder ein Anruf genügt, weil wir sind alle drei in Teilzeit beschäftigt. Ich im Bildungsmanagement, die Alexandra Bill im Bildungsmanagement und die Helen Müller im Bildungsmonitoring. Und dementsprechend vielleicht ist dann eine vorherige Terminabsprache gar nicht so schlecht, damit man nicht oben steht und denkt, da ist ja gar keiner da. Gibt es die überhaupt? Wo sind die hier so ungefähr? Zur Not, genau, ist ja immer auch jemand da von der Wirtschaftsförderung oder natürlich hier auch im Anschluss dann nachher im gemeinsamen Gespräch, im Austausch ins Gespräch kommen. Und damit ihr auch, ich sag mal, eine Grundlage bekommt für eure Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten, wollen wir jetzt uns mal an das Thema digitale Bildungsplattform nochmal heranpirschen und an den Workshop, denn da sind Sie, da seid ihr aufgefordert, auch ein bisschen mitzuhelfen. Es gibt jetzt in den nächsten Minuten die Möglichkeit, sich da einzubringen. Was passiert gleich hier in der Ecke und draußen im Glasfoyer? Ja, genau. Also wir haben zwei Gruppen vorbereitet. Einmal draußen im Wintergarten und hier. Und
die Jessica Campelia wird einen leiten, ich werde einen leiten und wir wollen natürlich die verschiedenen Akteure einbringen in diesen Prozess der digitalen Plattform und da sind wir natürlich froh, dass hier ein sehr unterschiedliches Publikum da ist, Akteure aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und über den Ablauf, den werden wir dann aber nochmal speziell mit den Teilnehmenden vor Ort erklären. Das heißt, ja. Vielleicht noch zur Ergänzung ganz wichtig, Sie haben beim Eingang vorne, als Sie sich angemeldet haben, ein Bändchen bekommen. Das haben Sie hoffentlich noch bei sich, denn das teilt nämlich die Gruppen in zwei Teile ein. Die rote Gruppe würde sich hier hinten im Saal einfinden und die lila Gruppe würde sich draußen beim schönen Wintergarten einfinden. Ich dachte schon, die rote Gruppe bekommt Häppchen, die lilafarbene bekommt nichts. Aber das ist dann im Anschluss das Thema. Also jetzt herzliche Einladung, gerne dann in den Workshop zu gehen, ins Gespräch zu kommen, die Fragen zu beantworten. Und wir werden zum Ende der Veranstaltung natürlich auch mal drauf gucken, was waren denn so die Themen, die bei euch besprochen wurden. Wir werden auch gucken, was passiert denn jetzt mit dem Input, der gleich auf euch hoffentlich niederprasselt sozusagen. Deshalb also jetzt die herzliche Einladung, in den nächsten 40, 45 Minuten da den Workshop zu nutzen, mal vorbeizuschauen, mit den Damen ins Gespräch zu kommen, die Fragen zu beantworten und mitzuhelfen, dass diese digitale Bildungsplattform auch entstehen kann. Danach treffen wir uns hier wieder, dann gibt es tolle auch Vorträge hier nochmal auf der Bühne. Der Talkrunde an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, die ersten Eindrücke zum Thema digitale Bildung hier bei uns in Pirmasens. Jetzt viel Vergnügen, gute Gespräche im Workshop, bis später. Und das ist nochmal euer Applaus. Dankeschön. Ja, und das war Dialog mit Grips, unser Podcast vom Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften hier in Pirmasens zum Digitaltag, zum Thema Bildung und digitale Bildung in Pirmasens. Wir hören und sehen uns wieder in wenigen Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit und tschüss.